gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Tauche ein in eine vergessene Welt. Erkunde verlassene Forschungsstationen. Aber nimm dich in Acht. Du bist hier nicht allein. Der Saurierpark bei Bautzen an der A4. Schreiber Rechtsanwälte, die Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht in Dresden und Hoyerswerda. Für unsere Kanzlei in Dresden suchen wir eine oder einen Rechtsanwaltsfachangestellten oder eine Sekretärin bzw. einen Sekretär. Voll- oder Teilzeitarbeit ab mindestens 20 Wochenstunden ist möglich. Zwingend erforderlich sind das Beherrschen von MS Office sowie das Schreiben nach Diktat. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@schreiber-rechtsanwälte.de. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Donnerstag, dem 28. September. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten heute in die Sendung mit Neuigkeiten der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Nach mittlerweile 23 Jahren kann ein Kulturdenkmal der Altstadt jetzt wieder in neuem Glanz erstrahlen. Das Wohngebäude an der Schulstraße 19a und B in Hoyerswerda hat über die letzten Monate eine frische Kur für seine äußerliche Erscheinung erhalten. Die Wetterseite des als Kulturdenkmal geltenden Gebäudes, auf welcher sich auch die eingemieteten Unternehmen befinden, verschmutzte über die Jahre immer mehr. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda investierte für das Sanierungsvorhaben jetzt rund 130.000 Euro. Zu Beginn erfolgten Instandsetzungsarbeiten. Diese beinhalteten unter anderem Arbeiten an den Balkonen sowie die Herstellung von fachgerechten Wandanschlüssen. Des Weiteren erfolgten wichtige, wenn auch nicht gleich sichtbare Abdichtungsarbeiten an den Außenwänden und notwendige Erd- und Pflasterarbeiten. Gut erkennbar hingegen ist die frische Farbe. Das Farbkonzept wurde mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt und es wurden alle denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen eingeholt. Abgeschlossen wurden die Arbeiten mit dem Farbanstrich von Brüstungsgeländern, Treppenhausfenstern, Hauseingangstüren sowie die hinteren Gewerbezugangstüren. Im Zuge der Baumaßnahme werden keine höheren Kosten für die Mieter anfallen, so Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Steffen Markgraf. Vor über 500 Jahren war Luthers Thesenanschlag in Wittenberg. Am kommenden Samstag, am 7. Oktober, wird es einen neuen Thesenanschlag geben, in Görlitz. Jeder, der möchte, kann an der Tür der Christuskirche in Görlitz-Rauschwalde direkt an der Bushaltestelle Diesterwegplatz Thesen anschlagen und erhält einen Ablassbrief. Der Reformationstag ist jährlich Anlass, sich mit den Thesen Martin Luthers zu beschäftigen, die im Jahr 1517 verfasst wurden. Für Luther waren sie die Grundlage für das, was in seiner Zeit unbedingt miteinander besprochen und reformiert werden musste. Aber was würde der Reformator heute, im Jahr 2023, an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlagen? Was wäre seine Botschaft heute? Am Samstagnachmittag, dem 7. Oktober, gibt es in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18 Uhr den Thesenanschlag zu Görlitz. Jeder, der möchte, kann eigene Thesen an die Tür der Christuskirche in Rauschwalde anheften. Als Dankeschön erhält jeder Thesenschreiber eine der 95 limitierten Ablassbriefe. Die Thesen sollten kurz und prägnant sein und das Format DIN A4 nicht überschreiten. Gern können sie auch persönlich vor der Kamera vorgetragen werden. Denn die Anliegen sollen in der Sendung von Lausitzwelle zum Reformationstag eine Rolle spielen, die am 31. Oktober ab 14 Uhr ausgestrahlt wird. Weiter geht es jetzt mit den Kurznachrichten aus der Lausitz. Angesichts erheblicher Kostensteigerungen beim Thema Abwasser will die Stadt Steinig-Wolmsdorf jetzt einen Schritt in Richtung Kostenminimierung gehen. Dieser soll Anfang kommenden Jahres durch eine Unterschrift des Stadtoberhauptes erfolgen. Mehr zum Thema und weiteres vom Tag sehen Sie jetzt. Die Gemeinde Steinig-Wolmsdorf tritt zum 1. Januar 2024 dem Abwasserzweckverband Obere Spree bei.
Eine entsprechende Vereinbarung wurde von Bürgermeisterin Katrin Gessel und dem Zweckverbandsvorsitzenden Michael Herford unterzeichnet. Damit will die Stadtverwaltung einer erheblichen Kostensteigerung entgegenwirken, welche bei einem fortlaufenden Eigenbetrieb entstanden wäre. Als künftiger Betreiber wird der Zweckverband für die Sammel-, Abwasserbeseitigungs- und Reinigungsanlagen in Steinig-Wolmsdorf zuständig sein. Das geplante Radverkehrskonzept der Verbandsgemeinde Liebenwerda befindet sich auf der Zielgeraden. Das unter Einbeziehung der Bevölkerung erarbeitete Konzept kann ab sofort auf der Homepage der Verbandsgemeinde eingesehen werden. Noch bis zum 11. Oktober können eventuelle Unstimmigkeiten der Bauarbeiten mitgeteilt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der Stadt. Die ersten Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung des Wiesa-Wassers in der Gemeinde Kodersdorf sollen Anfang 2024 beginnen. Wie der Bürgermeister der Gemeinde René Schöne informiert, wird die Verrohrung des Teiches in Höhe des Schlosses zurückgebaut. Die Baumaßnahme soll vor zukünftigen Hochwasserschäden schützen. Dafür ist eine Baumfällung erforderlich, die bereits im Januar beginnen soll. Die eigentlichen Baumaßnahmen beginnen dann ab Mai und enden voraussichtlich im Juli 2024. Die Planungen reichen bis in den Oktober 2019 zurück. Aufgrund von schweren Hochwasserereignissen im Jahr 2016 wurde das Wiesa-Wasser im Rahmen eines Gewässerentwicklungskonzeptes untersucht und der Schwerpunkt auf die Entlastung des Grabens bei Starkregen gelegt. Der Verein Initiative Kinder von Tschernobyl mit Sitz in Kamenz löst sich auf. Dies geht aus der entsprechenden Anzeige im Sächsischen Amtsblatt hervor. Gläubiger sind aufgerufen, sich bei den Liquidatoren und vormaligen Vorsitzenden Georg Tietzen und Gerswin Abt zu melden. Der Kamenzer Tschernobyl-Verein war einer der größten und wirkungsvollsten Initiativen zur Hilfe und Unterstützung der Kinder aus dem von dem Reaktorunfall im Jahre 1986 betroffenen Gebiet. Er hatte sich Ende 1990 gegründet, nachdem im gleichen Jahr bereits 47 Kinder aus der Region Buda-Koschelowo in Kamenz zu Gast gewesen waren. Neben den Erholungsaufenthalten, speziell auch für an Diabetes erkrankte Kinder, führte der Verein auch zahlreiche Hilftransporte durch. Am 19. Oktober heißt es bei der LEAG im Kraftwerk Boxberg, Mittelstand trifft Mittelstand. Wie BVMW informiert, haben sich bereits über 60 Unternehmer zum Rundgang über das Gelände und zum Forum mit Zukunftsblick angemeldet. Dabei soll es unter anderem über die zukünftigen Entwicklungsfelder und passende Förderungen gehen. Ein Augenmerk liegt dabei auch auf der geplanten Gigawatt Factory. Das Projekt Erlebnissportplatz Prösen ist einer der Preisträger des Wettbewerbes Machen 2023. Vertreter des SV 1919 Prösen nahmen in Berlin die Auszeichnung entgegen. Sie ist verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Mit dem Geld soll ein Trimm-dich-Pfad für Kinder und Jugendliche auf dem Vereinsgelände entstehen, so Vereinschef Marc Gürntke. Dieser soll dann unter anderem auch vom benachbarten Kindergarten genutzt werden können. Der Wettbewerb Machen 2023 wurde erstmals gemeinsam vom Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland und der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt durchgeführt. Eine siebenköpfige Jury sichtete und prämierte 106 der über 850 eingereichten Projektideen. Um Nachwuchs zu finden, organisiert der Kulturverein Rietschen eine Woche der Vereine. Dazu werden alle Vereine aus der Gemeinde und dem Umland gebeten, sich in der Woche vom 23. bis 26. Oktober Interessierten zu präsentieren. Die Woche der Vereine soll neben der Vereinsgewinnung das Interesse am Vereinsleben allgemein wecken und Netzwerke schaffen. Für einen detaillierten Überblick fasst der Kulturverein Rietschen alle Angebote und genaue Zeiten auf einem Flyer zusammen, der online veröffentlicht, aber auch an die Haushalte verteilt werden soll. Am Ende der Vereinswoche ist dann eine Messe mit Workshops geplant. Die Vereinswoche wird von der Stiftung der Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien finanziell unterstützt. In der Gemeinde Schmölln-Putzkau fanden am 1. Oktober die Judo-Bezirks-Einzelmeisterschaften Dresden in der Altersklasse U15 statt. Der PSC Bautzen ging mit 7 Sportlern an den Start und konnte einige Plätze auf dem Treppchen mit nach Hause bringen. Einen besonderen Sieg konnte der junge Teilnehmer Alexander Seidel einsacken. In seiner Gewichtsklasse gewann er all seine Kämpfe und wurde mit dem Bezirksmeistertitel geehrt.
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 029 77 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Herbstzeit ist Pilzsammlerzeit. Waren Sie dieses Jahr schon einmal mit dem Korb unterwegs? Nein? Wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Denn wir haben einmal in unserem Archiv nachgeschaut und zeigen Ihnen jetzt nützliche Tipps und Tricks beim Pilzesammeln und vor allem, worauf man dabei alles achten sollte. Hallo, ich bin der Tristan Jurisch. Vielleicht kennt mich der ein oder andere schon. Ich habe jetzt im Spätsommer, im September, meine Prüfung zum Pilzsachverständigen abgelegt und darf jetzt offiziell Leute beraten. Ich nehme euch heute mit in den Wald und zeige euch einen ganz besonderen Pilz, den ihr garantiert noch nicht gesammelt habt. Er ist einer der besten Speisepilze der Lausitz. Der flockenstielige Hexenröhrling ist ein Röhrling, wie der Steinpilz und die Marone auch. Ein was fällt sofort auf. Er hat eine rote Fruchtschicht anstatt eine gelbe. Das schreckt die meisten Pilzsucher auch ab. Was zudem noch auffällt, ist, dass wenn man den Pilz aufschneidet, er erst grünlich und dann bläulich verfärbt. Aus diesem Grund werden Hexenröhrlinge oft für Giftpilze gehalten. Wenn man natürlich auf den braunen Hut achtet, die roten Röhren und diese kleinen Flöckchen hier am Stiel, kann man den Pilz eigentlich nicht verwechseln. Viele Leute halten den Pilz aber für einen Satansröhrling. Der Satansröhrling, muss ich aber gleich dazu sagen, wächst hier gar nicht. Wir haben hier sauren Boden und der Satanspilz braucht Kalkboden und den haben wir hier nicht. Ein kalkweißer Hut und wächst auf Kalk. Kann man sich vielleicht so besser merken. Das ist ja ein Wahnsinnspilz hier. Oh, ich komme hier gar nicht durch mit dem Messer. Guckt euch den mal an. Der ist größer als meine Hand und trotzdem noch so fest und so jung. Also wenn man mal so einen findet, dann hat man der eigentlich schon genug. Kann man schon wieder nach Hause gehen. Viele Pilzsucher verschlägt es eher in den Nadelwald. Bei diesem Pilz ist es aber so, er wächst im Laub- und Nadelwald und gerne auch im Laub. Deswegen ein kleiner Tipp von mir, unter Buchen sollst du suchen. Das ist ein eher älteres Exemplar. Oh, hier. Wie gesagt, es lohnt sich, im Laub nachzugucken. So mag ich sie am liebsten. Ganz klein. Fest knackig. Der Hexenröhrling heißt nämlich auch Schusterpilz, da er so wildlederfarben ist. Wunderbar. Und was viele nicht wussten, der Hexenröhrling ist dem Steinpilz im Geschmack sogar ebenbürtig. So können die auch aussehen, ganz stark von Schimmel befallen und dann wirklich im Wald lassen. Das kann dann zu einer echt heftigen Vergiftung führen. Wenn ihr unbedingt Hexenröhrlinge finden wollt, könnt ihr sogar schon ab Ende Mai auf Suche gehen. Der Pilz wächst Ende Mai, manchmal erst Anfang Juni, bis weit in Herbst, also bis zum Frost hinein. Im Sommer, wenn es trocken ist, stellt er natürlich sein Wachstum ein bisschen ein,
Aber pünktlich zur Hauptsaison ist er dann wieder da. Und dann kann man solche schönen Exemplare hier finden. Wenn ihr euch unsicher seid bei einem Pilz und eine Bestimmung oder eine Expertise braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich habe Instagram, heiße dort Pilzaddicted. Auch meine Adresse ist hier oben eingeblendet. Ich freue mich, wenn Leute mich aufsuchen und meinen Rat wertschätzen. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser, ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen, Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Kommen Sie zum extra langen Einkaufswochenende ins Möbelzentrum Großrieschen mit verkaufsoffenem Sonntag am 8. Oktober. Nutzen Sie jede Menge Sparknüller-Angebote in allen Abteilungen. Mit bis zu 33% Rabatt auf Möbel und Nobilia-Küchen gibt es zum halben Preis. Zusätzlich die 0% Finanzierung und Gratislieferung. Eine Kochshow mit Gratisverkostung gibt es am Sonntag. An diesem Wochenende natürlich auch Hüpfburg-Spaß für die Kleinen sowie Bratwurst und Brot für nur 1 Euro. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Unser Klima. Unsere Zukunft. 2/3 unserer Energie verbrauchen wir zu Hause beim Heizen. Deshalb investieren wir in Fernwärme und Heizungen mit erneuerbarer Energie. Mit passenden Förderungen. Diesen Weg gehen wir zusammen und lassen niemanden allein. Es geht jetzt weiter mit unseren aktuellen Blaulichtmeldungen. Im Landkreis Görlitz kam es jüngst zu einem Unfall, welcher den sonst schon schleppenden Feierabendverkehr noch einen zusätzlichen Dämpfer verpassen sollte. Mehr zum Vorfall und weiteres aus unserem Polizeibericht jetzt. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag in Lauba, einem Ortsteil von Lavalde. Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger befuhr am frühen Nachmittag die Löbauer Straße. Kurz nach dem Ortseingang kam er mit seinem Gespann offenbar nach rechts ins Parkett. Dort fällte er ein Straßenschild. In der Folge geriet der Anhänger ins Schleudern und kippte etwa 50 Meter weiter auf der Straße um. Dabei verteilte sich seine Ladung, welche aus Hackschnitzeln bestand, auf einer angrenzenden Wiese. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Die Löbauer Straße wurde zuerst vollgesperrt, im Feierabendverkehr kam es dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen. Zur Bergung des Anhängers kamen ein Bergungskran und ein Abschlepp-Lkw zum Einsatz. Am Dienstagnachmittag wurden Rettungskräfte gegen 15 Uhr an den Demitzer Steinbruch Lede gerufen. Dort fand eine Fußgängerin ein Fahrrad und kurz darauf einen bewusstlosen Mann im Wasser. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 63-Jährige mit seinem Fahrrad zwischen Retzestraße und Birkendorfer Weg unterwegs gewesen und im Bereich des Steinbruches aus bisher ungeklärten Gründen vom Wegesrand eine Böschung hinabgefallen ist und im Bereich des Wassers zum Liegen kam. Beim Eintreffen haben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr den Mann aus dem Wasser geborgen. Rettungskräfte versuchten den Mann an Ort und Stelle zu reanimieren. Vergebens. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Neben einem Rettungshubschrauber und einem Krankenwagen waren die Freiwillige Feuerwehr Diemitz-Dumitz, Medewitz und Rothenhauslitz an der Bergungsaktion beteiligt. Ein Zeuge hat am Dienstagmittag mitgeteilt, dass er an einer Hecke an der Heinrich-Heine-Straße in Weißwasser einen Fahrradrahmen aufgefunden hat. Polizisten stellten diesen sicher. Bisher konnte er keinem Eigentümer oder einer Straftat zugeordnet werden. Es handelt sich hierbei um einen schwarz-blauen Rahmen des Herstellers Bulls. Die Ermittler bitten nun den Eigentümer, unter Vorlage eines Nachweises, sich im Polizeirevier Weißwasser persönlich oder unter der Rufnummer 035876-2620 zu melden. Ein gekentertes Segelschiff hat am Mittwochvormittag für einen Polizeieinsatz auf dem Senftenberger See gesorgt.
Zeugen sahen um kurz vor 9 Uhr die Jolle Kiel oben auf dem See treiben und alarmierten die Polizei, auch weil der ihnen bekannte Besitzer nicht erreichbar war. Unter anderem kamen Taucher zum Einsatz, die aber keine Person fanden. Die Suchmaßnahmen konnten dann gegen 11 Uhr abgebrochen werden. Die Insassen kamen zum Einsatzort. Sie hatten sich am Vorabend alle unverletzt ans Ufer retten können, haben nach eigenen Angaben bei der Aktion allerdings ihre Handys im Wasser verloren und konnten deshalb niemanden benachrichtigen. Durch Angehörige wurde bereits am Samstag, dem 2. Oktober, am späten Nachmittag ein 20-Jähriger tot in seiner Wohnung in Mühlberg gefunden. Aufgrund der Auffindesituation ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Polizeidirektion Süd im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt dauern noch an. Inzwischen liegen die Ergebnisse der Obduktion des Verstorbenen vor. In dieser wurden eine Vielzahl von Stich- und Schnittverletzungen festgestellt, die todesursächlich waren. Der Schwerpunkt der weiteren Ermittlungen liegt auf neuen Erkenntnissen zu Tathergang und möglichen Tatverdächtigen. Wir kommen gleich nach dem Kalenderblatt noch zu den Wetteraussichten und zu Veranstaltungstipps für Ihre Freizeit in den kommenden Tagen. Wohin man mal wieder oder überhaupt zum ersten Mal hier in der Region vorbeischauen kann, wir sagen es Ihnen. Zuvor geht es aber wieder zurück in die Geschichte, diesmal ins Jahr 1416, als der Grundstein für das Kamenzer Rathaus gelegt wurde. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 5. Oktober 1416 erwähnt Bischof Rudolf von Meißen das Kamenzer Rathaus erstmals in einer Urkunde. 1558 wird es durch den Anbau einer Treppe verschönert, der Turm wird mit Kupfer gedeckt und eine Uhrglocke für 2000 Taler eingelassen. Am 4.5. August 1842 wird das Gebäude Opfer eines verheerenden Stadtbrandes. 1847-48 erfolgt der Neubau des jetzigen Rathauses im Stil der italienischen Neorenaissance. Nach der Wende wird das erste Haus am Platz für 11 Millionen Mark umfassend saniert. Mit der Wiedereröffnung des Ratssaales 1995 wird offiziell der Abschluss der Arbeiten begangen. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Das Elsterschloss-Gymnasium in Elsterwerda lädt herzlich zu einem Tag der offenen Tür ein. Am morgigen Freitag haben alle die Gelegenheit, einen Einblick in die Schule und das vielfältige Schulleben zu gewinnen. Eine große Programmliste mit Mitmachaktivitäten steht ebenfalls auf dem Plan. Der Tag der offenen Tür startet 15 Uhr. Am Samstag öffnet eine besondere Ausstellung im Museum in Bautzen. Unter dem Titel Stadtansichten können Interessierte über 800 Exponate rund um die Stadt Bautzen in der früheren Zeit zu Gesicht bekommen. Die Ausstellungsstücke reichen bis ins Jahr 1900 zurück und die gesamte Sammlung ist in drei Abschnitte gegliedert und thematisiert. Die Eröffnung am Samstag wird musikalisch begleitet. Ein Rockkonzert der Extraklasse. Das erwartet alle Besucher der Lausitzhalle Hoyerswerda nächsten Freitag, dem 13. Oktober. Unter dem Motto Forever Queen feierte Queen Alive bereits deutschlandweit das Vermächtnis der Kulturband Queen. Um 20 Uhr nächsten Freitag können dann auch die Lausitzer den wohl bekanntesten und legendärsten Titeln der Band live lauschen. Karten gibt es im Vorverkauf. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Saurierpark. Spannung, Spaß und Urzeitabenteuer. Mehr Infos unter saurierpark.de. Auch am heutigen Tag verblieben wir in einer westlichen Windströmung. Es war ganztägig wolkig bis bedeckt bei Höchstwerten von 17 Grad. Am späten Nachmittag konnten aus der mehrschichtigen Bewölkung ein paar Spritzer Regen fallen. Der Wind ist weiterhin ruppig und weht meist mit starken Böen. Der Wind lässt morgen tagsüber etwas nach. Er weht schwach bis mäßig mit frischen Böen. Damit wird es aufheitern und erst zum Abend hin kommt ein neues Wolkenpaket, vereinzelt mit etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 und 19 Grad. In den höheren Regionen des Landes teilen sich Wolken und Sonne den Himmel. Es bleibt bei 16 bis 17 Grad tagsüber trocken. Auch hier ist der Wind spürbar und böig unterwegs und am Abend werden die Wolken von Nordwesten hier dichter. In der ersten Nachthälfte kann es leichte Regenschauer geben. Die Höchstwerte pendeln um 17 Grad.
Am Wochenende Ring 2 unterschiedlich temperierte Luftmassen um Einfluss auf unserem Sendegebiet. Eine kühle im Norden und eine warme im Süden. Am Sonnabend schützen die nächtlichen Wolken vor dem Abkühlen und die Frühtemperaturen liegen bei 14 Grad. Tagsüber bei mäßigem, teils stark böigem Südwestwind und wolkigem Wetter werden 19 Grad erreicht. Am Abend sind vereinzelt wieder die Sterne zu sehen, bevor Sonntag früh erneut die Wolken das Sagen haben, bei 11 Grad. Am Sonntag gewinnt dann temporär die kühlere Luft aus Norden an Bedeutung. Mit dem drehenden Wind auf Nordwest gelangt ein neuer Schwall kühler Meeresluft zu uns. In der ersten Tageshälfte überwiegen die Wolken mit Regenschauer. Ab Mittag reißt der böige Nordwestwind dann Lücken rein. Trotz Sonnenunterstützung erreichen die Höchstwerte nur 14 Grad. Liebe Zuschauer, das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Jetzt im Anschluss folgt noch kommentiert unser Kommentar der Woche. Diesmal spricht Professor Gerald Swarowski, freiberuflicher Honorarprofessor an verschiedenen staatlichen und privaten Bildungseinrichtungen, zum Thema Dienen. Ich sage nun aber schon einmal Tschüss und bis morgen zur Drehscheibe Lausitz um 18 Uhr im Lausitzwelle Fernsehen oder auch auf dem Satellitenkanal Sachsen 1 ab 18.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Kommentiert. Politische Legitimationsprobleme entstehen langsam. Einige der Ursachen für die aktuelle Situation sind schnell benannt. In Europa die Staatsschuldenkrise, in Deutschland zunächst der Zustrom von Flüchtlingen und inzwischen der Zustand der Bundesregierung, im ländlichen Raum das Fehlen von Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Busverbindungen und vielem anderen mehr. Jahrelang haben die Wähler geschwiegen und die Gewählten nicht wahrgenommen, welche Versäumnisse auf vielen Ebenen sich inzwischen aufgetan haben. Das ist nun vorbei. Protestparteien sind bei Wahlprognosen und Umfragen im Höhenflug. Den Medien wird nicht mehr geglaubt, dass sie ein realistisches Bild der Welt vermitteln. Nichtregierungsorganisationen beeinflussen politische Entscheidungen, obwohl oft unklar ist, welche Interessen sie überhaupt vertreten und welche Legitimation sie haben. Immer ohnmächtiger zeigt sich der Staat, der seinen Platz als Ideengeber, Hoffnungsträger und Wegweiser in die Zukunft nicht mehr findet. Viele Bürger verachten deshalb inzwischen die Politik. Sie fordern neue Politiker, solche, die nicht aus der Politik kommen. Das ist legitim. Das kann aber auch problematisch werden. Berlin führt uns das gerade beschämend vor Augen. Deswegen müssen wir alle genau darauf achten, wer Lösungsansätze glaubhaft kommuniziert. Wir müssen darauf achten, wer uneigennützig für die Bürger politisch tätig sein möchte. Und wir müssen dabei diejenigen entlarven, die versuchen, ihren Machtwillen mit gut klingenden, aber leeren Parolen durchzusetzen. Denn Minister heißt übersetzt Diener. Dem Volke dienen bedeutet vor allem, Lösungsansätze für die aktuellen Probleme zu erarbeiten, zu diskutieren und zu kommunizieren. Das gelingt nur, wenn wir uns auf die Stärken der Bundesrepublik zurückbesinnen. Verantwortung für den Einzelnen und die Gemeinschaft, Verbundenheit mit der Heimat, Sicherung von Sicherheit und Ordnung bei gleichzeitiger Schaffung einer echten Willkommenskultur für diejenigen, die uns bei der Erhaltung unseres Lebensstandards unterstützen. Und vor allem Ehrlichkeit und Verlässlichkeit der politisch Verantwortlichen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.